Dieses Video hat den Thema, benutzt deinen Kopf. Kopfstoß in der Selbstverteidigung, ein kontroverses Thema, weil es einerseits sehr effektiv sein kann, es lässt sich aber nicht ganz so leicht üben gegen einen widerständigen Partner, weil wir dann eine gewisse Verletzungsgefahr haben. Und wenn man da mal daneben langt oder es falsch macht, dann kann man sich auch ganz böse selber verletzen mit einem Kopfstoß. Also, wenn du deinen Kopf einsetzen willst, mach es am besten wie folgt. Wenn du deinen Kopf einsetzen willst, dann nimmst du eine harte Stelle. Und zwar hier so knapp oberhalb der Stirn am besten. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Komm mit dem Kopf tendenziell eher schräg von unten nach oben, als hier nach vorne. Weil wenn du nach vorne das Ganze machst und dein Gegenüber im falschen Moment sich auch abbeugt und du hier jetzt den Kopfstoß machst, im schlimmsten Fall erwischst du dich selber. Ne? Also klar, man kann auch so einen Kopfstoß machen, es lässt sich aber nicht schön auf Pratzen üben, weil auf Dauer geht das ganz schön in den eigenen Schädel. Und es kann eben immer passieren, dass man sich da vertut und am Ende selber eben doch auch was dabei abkriegt, wenn der andere sich abbeugt. Besser ist, aus einer kontrollierenden Position, dann kann man auch den Arm beeinflussen, von unten nach oben das zu machen und das dann mit anderen weiteren Techniken zu ergänzen. Das heißt, den Kopfstoß meiner Meinung nach lieber, also eine kleine Rammbewegung von unten nach oben, als diese Schlagbewegung, weil eben die Gefahr ist, dass der gegnerische Kopf sich abbeugt und man die eigene Nase platt drückt. Wenn dir das Video gefallen hat, kommentiere den Kanal, like die Kommentare, schreib uns was rein in dein Like. Du weißt, wie es geht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.